So, hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Vorstellungsvideo Nummer 9 dürfte es sein. Heute stelle ich euch einen weiteren, ja, er wird wahrscheinlich Helfer sein. Clemens Fankhauser ist am Start. In der Saison 2017 wird er für das Team Austria K an den Start gehen. Das ist übrigens Austria K heißt, nicht Kars, sehe ich hier gerade nochmal. Ja. Er ist 31 Jahre alt, 1,82 groß, wiegt 71 Kilo. Sein, ich denke mal, herausragendster Wert ist die 68 im Hügel und die 68 in der Beschleunigung natürlich. 66 hat er in Sachen Ausreißer und 65 in der Ebene. Er ist nicht der Allerschlechteste, muss man sagen. Aber jetzt auch kein übertrieben guter Fahrer. Fuhr die letzte Saison für das Tirol Cycling Team, wurde dort Sechster bei der Tour de Tour du Loire et Cher et Provence. Dabei sind wir nicht mitgefahren, oder? Und ist in den Saisons 2007 bis 2009 für das Team Elkhaus gefahren. Also, einer von diesem berühmt-berüchtigten Team Elkhaus, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Und er gehörte allerdings schon immer zu den Helfern, auch damals schon. Und das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. In diesem Sinne würde ich sagen, willkommen im Team, Clemens Fankhauser. Mal schauen, was wir nächstes Jahr mit ihm anfangen. Viel Hoffnung habe ich nicht, dass er großartige Siege erringen wird. Er wird in erster Linie dafür da sein, wie die vielen anderen, die bereits schon vorgestellt worden sind, um das Flaschenhol-Problem zu bessern. In diesem Sinne, willkommen im Team, Clemens Fankhauser. Und bis zur nächsten Folge. Morgen geht's weiter. Und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, verrate ich euch nichts, weil eigentlich wollte ich euch was verraten, aber es wäre zu sehr spoilernd. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao.